Die Minderheitsregierung in Nordrhein-Westfalen ist richtig, sie einzugehen, weil es deutlich macht, Veränderung ist möglich. Zweitens wird damit ganz klar der Wählerwille umgesetzt. Schwarz-Gelb ist krachend abgewählt. Und es gibt eine große Stimmung für einen sozial-ökologischen Politikwechsel in Nordrhein-Westfalen. Drittens ist diese Minderheitsregierung ja verknüpft mit einem offensiven Angebot an alle anderen Parteien, Verantwortung mit zu übernehmen im Sinne der Menschen in Nordrhein-Westfalen, wenn es darum geht, eine gerechte Bildungspolitik zu machen, wenn es darum geht, die kommunalen Finanzen wieder auf eine bessere Grundlage zu stellen, wenn es darum geht, die Studiengebühren abzuschaffen, wenn es um eine nachhaltige, zukunftsorientierte Energiepolitik geht. Da können die anderen doch nicht sagen, wir lehnen alles ab in einer Art Frontalopposition, weil es von Rot-Grün kommt, sondern müssen doch beweisen, dass Politik auch ein Verantwortungszusammenhang ist und nicht Schmollecke. Dieses Sparpaket ist historisch, ja, es ist der historisch größte Angriff auf unseren sozialen Rechtsstaat. Anstatt jetzt die Signale aufzunehmen, die Kritik, die ja aus der ganzen Gesellschaft kommt, aufzugreifen und zu sagen, ja, wir verändern es, wir bessern nach, die Kritik ist bei uns angekommen, versucht die Bundesregierung nun abzuspalten, wie sie es nennt. Das heißt, sie versucht durchzuzocken, indem sie Teile, große Teile nicht in den Bundesrat geben will, weil sie dort keine Mehrheit mehr hat. Das ist ein Durchzocken, damit werden Klientelinteressen bedient und es wird nicht danach geguckt, auch einen gesellschaftlichen Konsens in schwierigen Haushaltszeiten, in einer großen Verschuldung zu bekommen, einen Konsens, der sagt, ja, wir müssen sparen, aber wir müssen auch investieren, wir müssen Prioritäten setzen und wir brauchen eine nachhaltige Haushaltspolitik. Ja, Brüderle. Brüderle ist ja dafür bekannt, dass er allumfassend inkompetent ist und dass ihm als Cheflobbyisten der Atomkonzerne nichts anderes einfällt, als die Atomkraftwerkslaufzeiten zu verlängern um 15 Jahre. Tja, das zeigt, was man von diesem Wirtschaftsminister zu halten hat. Weil er damit übrigens mit diesem Vorschlag ja auch Zukunftschancen der deutschen technologischen Entwicklung, der deutschen Wirtschaft begräbt oder untergräbt, denn gerade neue Arbeitsplätze und wirtschaftlich erfolgreiche Bereiche sind ja die neuen Umwelttechnologien. Brüderle muss sehr, sehr aufpassen, wenn er glaubt, er kann diese Atompolitik durchzocken jenseits des Bundesrates. Herr Papier, sehr unverdächtig, einer der größten und wichtigsten Verfassungsjuristen in unserem Land, hat im Auftrag von Herrn Röttgen ja eine Studie gemacht, wo er sagt, die Laufzeitverlängerung müssen sehr wohl in den Bundesrat, weil die Bundesländer massiv davon belastet würden, von Laufzeitverlängerungen, weil es neue Sicherheitsstandards geben müsste aufgrund des terroristischen Angriffs in New York am 11. September, aufgrund einer Kinderkrebsstudie, die nachweist, dass das Kinderkrebsrisiko eminent wächst rund um Atomkraftwerke und aufgrund der abgesoffenen Asse, das heißt, die Endlagerfrage ist überhaupt nicht geklärt und deswegen, wenn Sie verlängern wollen, dann muss das in den Bundesrat. Wenn Schwarz-Gelb glaubt, Sie können auch das durchzocken, obwohl Sie keine gesellschaftlichen Mehrheiten haben, obwohl Sie im Bundesrat keine Mehrheiten haben, dann sage ich, wenn Frau Merkel Wind sät, wird sie grünen Sturm ernten.